Solche Speicherpunkte sind genial. Da weiß man nie, was man als nächstes machen soll. Das erinnert mich jetzt hier leicht an James Bond. Wenn er da durch diese... Okay, Flieger. Eine sehr schöne Aussicht haben wir hier. Wo müssen wir denn als nächstes lang? Ich meine, runter dürfte klar sein, aber wo? Ich glaube hier, ne? Ich hab Schiss. Nimm die. Okay. Nirgendwo. Da. Ganz ohne Gegner konnten die mich ja hier nicht runterkrabbeln lassen. Die wissen doch, dass ich hier Schwierigkeiten habe. Dann schicken die mir auch noch sowas. Ja, wo sind die nächsten Gegner? Erledigt. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Da ist noch einer. Edgy Bitch. Ich mach euch alle nass. Ist hier eine neue Waffe? Ach nee, das ist die, die wir haben. Die hat nur den Raketenwerferaufsatz und das hat mich jetzt gerade ein bisschen befremdet. Ich weiß nicht, was das für ein Seil ist hier. Ich kann nicht dran ziehen. Bin ich gerade ein bisschen... Ja gut, ich gehe jetzt den Weg hier einfach weiter, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich bei solchen Sachen immer irgendwelche Ecken nicht entdecke. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich will nicht erschossen werden hier. Ganz, ganz klar. Ich meine, ne, hier oben... Bergrettung und so, die muss mich dann hier runter abseilen. Nicht so, glaube ich, nicht so schön. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wie hier auf diesem Posten aber auch oder an dieser Stelle seinen Posten hat. Der hat, glaube ich, irgendwie was ja, ausgefressen. Denn das war eine Strafversetzung dann hier. Da ist Energie. Ich habe auf jeden Fall noch Leute. Da oben ist so ein Hirndingens. Und von unten kommen Schüsse. Wissen wir mittlerweile, die Viecher brauchen 5 Schuss. Aber hier unten. Das wird das Problem sein, glaube ich. Nämlich die zu treffen. Also auszuschalten, ohne dass ich selber hier runterknall.
das war Glück. Ich habe mir gedacht, wenn da Fässer stehen, dann sind das bestimmt irgendwelche Fässer, die das Leben für mich einfacher machen können. Den hätten wir auch. Doch noch nicht friedlich. Ich habe noch irgendwo eine Stimme gehört. Irgendwo gibt es noch einen Gegner. Aber ich höre nur Stimme. Sehe aber keinen und schießen tut auch keiner auf mich. Da, hinten. Ah, oh, der Colt ist geil. Der ist richtig cool. One-Shot. Totally. Dann wollen wir mal. Das hätte ich wahrscheinlich auch direkt machen können, ne? Einmal hier durchsprinten. Komm, gib mir Colt-Munition wieder. Nicht viel. Nur 18 Schuss. Mehr brauche ich nicht. Da oben. Ach, das ist Schrote. Ach, Menno. Dann nehme ich mal wieder diese. Und ja, das dürfte klar sein, dass wir jetzt hier runter müssen. Da können wir nicht rein. Dann ab die Treppe runter. Boah, ich habe das, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber gut programmierte Spiele, also gut gemachte Spiele, so von der Optik, da greift tatsächlich meine Höhenangst. Also das ist, das merke ich jetzt auch gerade wieder. Ich fühle mich hier tatsächlich nicht wohl. Da gibt es Sachen, die ich schöner finde. Also hier haben wir jetzt Granaten eingesammelt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich eine Panzerfaust finden. Oder finden können. Ach, hier gab es auch ein Fass. Bei dem, den ich hier erledigt habe. Da haben wir nochmal ganz viele. E-Munition aus Munition. Oh Gott. Irgendwas müssen wir hier machen. Oh je, Mini. Das heißt, hier müssen wir gegen irgendwelche Hubschrauber kämpfen. Haben wir denn schon die entsprechende Waffe bekommen? Nein. Das heißt, die passende Waffe, die müssen wir auch noch finden. Aber hier hätten wir schon mal Munition dazu. Gut. Dann gucken wir uns mal die Gegend an. Denn hier werden wir jetzt ein bisschen länger uns aufhalten müssen. Gehe ich von aus. Das heißt, wir werden als erstes mal... uns ein bisschen absichern, ne? Dass wir da nicht auf jeden Fall abgeschossen werden. So, als nächstes. Das dürfte unser Ziel sein. Da geht es gleich weiter. Das heißt, wir werden uns jetzt hier einmal umschauen. Nur um sicher sagen zu können, hier war nichts. Hier könnte es auch weitergehen. Jetzt bin ich wieder in meiner Zwickmühle. In meiner altbekannten Zwickmühle. Die bricht doch gleich zusammen, oder?
Ich gehe doch erst dann drüben gucken. Ich habe Schiss, dass die Brücke gleich zusammenbricht und mir dann die Möglichkeit genommen wird, drüben auf der anderen Seite nachzugucken. Ihr kennt das von mir. Wir rennen hier ziemlich viel immer hin und her. Aber wie schon gesagt, das ist für euch nichts Neues. Da gibt es Gegner. Also entweder war die andere Seite jetzt richtig, weil hier Gegner sind, und auf der anderen Seite nicht. Habe ich echt jetzt 150 Schuss verballert oder hatte ich nicht mehr so viel? Würde eher sagen, ich hatte nicht so viel Munition. Aber hier geht's in den Berg. Das heißt, der andere Weg war doch richtig. Ach Mann, ich... Geht das nicht. Also falls ihr das Spiel schneller durchmacht, ich weiß warum. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so akribisch immer euch an allen möglichen Ecken und Enden lange aufhalten. Ihr werdet durchziehen und gut. Ich meine, ist ja auch eine Möglichkeit, aber ich, wie gesagt, ich möchte immer alles entdecken und tue mich da ein bisschen schwer. Wenn ich dann wirklich meine, ich hätte einen Weg und würde dann nachher irgendwie nicht weiterkommen. Ach komm, echt? Echt jetzt? Das teste ich. So, wir haben die Möglichkeit zu speichern. Also runter können wir nicht. Das ist schon mal sicher. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die solche Wege wirklich nur für den kleinen Sammy eingebaut haben. Damit die den so ein bisschen, ne, so zur Weißglut bringen und so. Immer die Option geben. Man hätte hätte verschiedene Möglichkeiten. Moment. Moment, erstmal wieder vernünftig hier vollmachen. Und dann nachher irgendwie so, ne, das auszulesen und dann sagen zu können, nee, wir haben den Sam verarscht. Hm, habt ihr tatsächlich. Beeil mich und dann haben wir gleich die Zeit wieder drin. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder da. Zack. Wo wir vor 5 Minuten schon waren. Rot gleich tot. So, was war rot? Rot waren die Selbstschussanlagen. Rot waren die Selbstschussanlagen. Komm doch hier drunter, ne? Ja. Okay, da ist eine. Da ist eine. Ich hätte gerne beide, aber ich glaube, beide kann ich nicht nutzen, oder? Wenn ich die jetzt benutze, wenn ich die aufhebe, geht die andere auch an, ne? Also wie gesagt, eine hätte ich mindestens gerne. Oh, da ist der Flammenwerfer. Da ist der Raketenwerfer. Warte mal. Ja, keine gute Idee. So kann ich beides nämlich nicht mehr nutzen. Und wenn der fertig ist, kriegt der da einen Schuss vor die Seite.
Denn der geht ja gleich wieder in Standby-Modus. Na los. Ging der nicht in Standby-Modus irgendwann? Na gut. Also ich hätte jetzt echt gedacht, die gingen doch in Standby-Modus. Haben die sich nicht irgendwann wieder abgeschaltet? Ne, der ist ja kaputt. Und der andere ist auch kaputt. Ne, dann... Dann war's das. Ja, schade. Ich habe gedacht, ich könnte mir hier eine von diesen Dingern mitnehmen. Aus zwei Laserführung aktivieren. Wir haben so viel Munition. Irgendwas müssen wir jetzt hier draußen machen und dann auch immer wieder retour und die Munition holen. Hier geht es nämlich nicht weiter, so wie es ausschaut. Nein. Das heißt, wir haben jetzt mit Aufnahme irgendwas getriggert, oder? Ich wusste es. Der hat sich bewegt. Was fies. Er war gar nicht mehr stationär. Fünf Schuss. Und er raucht nur noch. Das hätte schwieriger sein können. Auf jeden Fall gehe ich mir erstmal wieder meine 5 Schuss holen. Damit wären wir wieder aufgeladen. Oder waren das gerade? Auch mal eben gucken. Ne, die. Das waren irgendwelche anderen Dinger. Die muss ich mir noch mal anschauen bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, das sage ich immer so, als wenn ich da tatsächlich dran denken werde. Ich werde das Spiel weitermachen und diese Gelegenheit wird verstreichen. Nicht mehr und nicht weniger. Sodele. Da unten raucht es. Und da ist er auch. Edgy Bitch. Leg dich nicht mit dem Sammy an. Hier hatten wir alles, ne? Ach so, nee, halt. Da können wir uns nochmal wieder mit Leben erfrischen. Wenn wir schon keine schöne Dusche kriegen, um uns mal den Dreck abzuwaschen, dann werden wir uns mit Leben erfrischen. Und auf geht's.